Hallo, in diesem Video möchte ich euch unser Schweißrauch-Absaugbrenner-Kit vorstellen. Mit diesem Kit könnt ihr einen Standardbrenner in einen Schweißrauch-Absaugbrenner verwandeln. Warum und wofür brauche ich eigentlich einen Rauchgasabsaugbrenner? Das ist ganz einfach. Beim Schweißen entstehen giftige Gase, die den menschlichen Körper schädigen können. Und mit einem Schweißrauch-Absaugbrenner könnt ihr die entstandenen Schadstoffe direkt an der Schweißstelle absaugen. Der Vorteil bei diesem Umrisskit liegt darin, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Multifunktionsbrenner habt, wie in dem Fall mit einer RD3X-Steuerung, könnt ihr die Steuerung trotzdem weiter betätigen. Ihr könnt den Bogen von dem Absaugkit seitlich verdrehen, wenn ihr an einer schwer zugänglichen Stelle seid zum Beispiel. Man hat einen Bypassschieber, um die Absaugleistung zu verringern, damit man eventuell unser Schweißgas nicht mit absaugt. Durch den separaten Absaugschlauch werden Leitungen und Schläuche im Inneren des Brenners nicht verschmutzt. Und ihr könnt das Kit mit unserem Pistolengriff und dem verlängerten Brennertaster verwenden. Das Kit gibt es für die verschiedenen Leistungsklassen der PM- und MT-Brenner. Passend für die Standard- oder Langhals- bzw. Wechselhalsbrenner. Werkseitig wird das Kit mit einer konischen Gasdüse geliefert. Als Option gibt es noch eine weitere konische und eine zylindrische Gasdüse. Wie es aussieht, wie ihr mit unserem Schweißrauch-Absaugbrenner-Kit schweißt, seht ihr in diesem Video. Und im Vergleich haben wir die Absauganlage einmal ausgemacht. Das könnt ihr in diesem Video sehen. Das Montagewerkzeug für das Kit ist im Set enthalten. Als erstes schiebt man den Faltenbalg über den Brennerhals. Dann setzt man die Reduzierhülse in den Absaugstutzen ein und tut diesen am Brennerhals anliegen. Den Faltenbalg setzt man in die Halbschale des Absaugstutzens. Danach setzt man die zweite Reduzierung auf den Brennerhals auf, führt den Bypassschieber in das Gegenstück des Absaugstutzens ein und setzt diesen auf den anderen auf. Dann werden die zwei Hälften des Absaugstutzens mit den 6 Torx-Schrauben verbunden. Danach werden die zwei Klemmhalbschalen auf die andere Seite des Faltenbalgs angesetzt und mit den Imbusschrauben vorfixiert. Nachdem die zwei Halbschalen vorfixiert wurden, schiebt man sie zum Ende des Brennerhalses in Richtung Gasdüse und dann werden sie erst angezogen. Jetzt kann die Absaugdüse aufgesteckt werden. Der Absaugschlauch wird auf den Absaugstutzen aufgesetzt. Um den Absaugschlauch an dem Schlauchpaket des Schweißbrenners zu fixieren, breitet man am besten den Brenner und den Saugschlauch aus. Der Absaugschlauch wird dann mittels der Klettbänder an dem Schlauchpaket des Brenners fixiert. Je nach Absauganlage wird das Verbindungsstück bzw. der Reduzierstutzen noch benötigt. Und somit ist der Schweißrauch-Absaugbrenner schweißbereit.